Die Monika und ich zeigen dir, wie du ein wunderschönes Sommerblumenbeet anlegst und warum bei Blumen Bio nicht egal ist. Monika, schau mal, die wunderschönen Sommerblumen, unsere Bio-Frühjahrszwiebeln vom Samuel Meyer. Ja, wunderschöne Knollen und Zwiebeln. Was haben wir da eigentlich? So ein riesiges Sortiment, das es schon gibt. Und viele Farben und Formen und die verschiedenen Sorten. Es ist echt ganz, ganz spannend. Da sind ja jetzt manche speziell mehr für Töpfe geeignet und andere vielleicht mehr fürs Beet geeignet. Genau. Also ich würde jetzt sagen, den Bereich, den du da vor dir hast, das ist so mehr der Bereich, den man fürs Blumenkisterl, für die Töpfe verwendet. Das Blumenrohr, die Kalla oder auch die Begonien sind jetzt eher Sorten für die Töpfe, für Kisterl, auch fürs Blumenkisterl gut geeignet. Die sind im ersten Jahr noch nicht so üppig, entwickeln sich dann erst und dadurch ist es besser, sie in Töpfe zu pflanzen und auch im Topf drinnen zu lassen. Zwar frostfrei, aber eben im Topf. Und die Dahlien, die wollen sie ja im Beet ausbreiten. Die brauchen einen Platz, genau, die brauchen irgendwie. So, aber ganz ehrlich einmal unter uns, das sind ja nur Blumen. Warum muss das Bio sein? Stefan, Bio braucht man überall. Bio braucht man auch bei den Blumen. Stell dir vor, du hast im nächsten Jahr da jetzt dein Gemüse. Du pflanzt da jetzt deinen Salat, nachdem du die Blumen eingesetzt hast, da drinnen. Wir wollen doch die Rückstände von den Zwiebeln nicht in unserem Salat drinnen haben. Ganz, ganz wichtig, auch im Blumenbeet, auch am Balkonkasten, bitte schaut, dass wir Bio überall haben. Wir wollen ja auch was für unsere Insekten haben. Diese offen blühenden Dahlien sind wunderbare Nahrung für unsere Insekten. Da wollen wir ja das Gift nicht drinnen haben. Gleich wieder wunderbare Bestäuber dann für unser Fruchtgemüse. Für unser Fruchtgemüse, für unsere anderen Dinge, die wir brauchen. Das heißt, speziell, wenn es eben biologisch ist, ich kann es auch in Kombination mit Nutzpflanzen, mit Fruchtgemüse und so weiter genau. pflanzen. Genau, im kleineren Garten will ich vielleicht auch was Blühendes haben und nicht nur das Gemüse haben. Und dann setze ich Gemüse und Blumen in eins und dann ist es noch viel wichtiger. Ja. Also Bio hat auf jeden Fall Berechtigung. Verstehe. Auch bei den Blumen. Ja, dann gut. legen wir los, oder? Ja. Fangen wir mit den Topfpflanzen vielleicht an. Ich würde sagen, ist eine gute Idee, dass wir mal die Töpfe, wir haben schon ein bisschen was vorbereitet und gefüllt, dass wir uns verschiedene aussuchen, so ungefähr halb bis dreiviertel voll, vielleicht ein bisschen zu voll, können wir uns ja ein bisschen was rausnehmen. Tipp, mal nicht gleich ganz anfüllen, weil die Zwiebeln und Knollen, die müssen auch entsprechend tief gesetzt werden. Genau, die brauchen eine bestimmte Tiefe und wir tun uns leichter, wenn wir jetzt da nicht so viel drinnen haben. Ich möchte gerne bitte das gelbe Blumenrohr. Sehr gerne. Genau. Das werde ich jetzt da einmal anschauen. Gut verpackt. Ich mal an die Kalla wenden. Vorsichtig aufmachen. Die sind dann meistens da schon ein bisschen angetrieben. Dass wir das ja nicht abbrechen, diesen Trieb. Da ist er ein bisschen geknickt, ist er schon, aber nicht. Und so kann man das jetzt wunderbar hineinlegen in den Topf. Ungefähr 1,5 bis 2 Mal so tief, wie die Knolle dick ist, soll das in die Erde hinein. Also darf ich da ruhig noch ein bisschen rein. Das ist so die Faustregel für alle Knollen. Das ist so die Faustregel, genau. Die Erde ist eine gute Komposterde, muss jetzt nicht extrem viel Dünger drinnen sein. Gerade bei den Blumenzwiebeln ist so, dass das ausreichend ist, aber natürlich schon jedes Jahr ein bisschen frische Erde, auch wenn man es dann im Beet macht, dass die eben genügend Nährstoffe haben. Dass das drinnen ist, kann man ohne weiteres mit dazu hinein. Genau, das ist ein bisschen eine Versorgung, die sie während dem Eingesperrtsein im Sackerl noch mitgehabt haben. Und das können wir jetzt dann da. Und das bedecken die jetzt dann. Genau. Drauf. Da extra seinen Bedecktopf vorbereitet. Ich habe jetzt das einmal genommen, das da ich rausgegeben habe. Ein bisschen Erde brauche ich von dir auch noch, bitte. Wieder vorsichtig sein beim Töpfe füllen, immer einen Gießrand lassen, damit wir nicht über den Topf immer die Erde hinausschwemmen. Ein bisschen weniger wird es noch werden. Und dann müssen wir natürlich schauen, dass wir wissen, was da drinnen ist. Ganz genau. Jetzt werden wir uns dann später noch Steckschilder herrichten. Im Moment würde ich sagen, reicht es einmal, wenn wir das hineingeben. Dann können wir das dann später beschriften. So ist jetzt mein Topf mit den zwei verschiedenen Sorten bereits bepflanzt. Perfekt. So einfach geht es. Geben wir das jetzt mal so auf die Seite. Genau, stellen wir es einmal auf die Seite.
Vielleicht die Begonien noch, weil sie so ganz besondere Knollen sind. Machen wir da vielleicht noch einen Topf. Genau. So, da brauchen wir jetzt ein bisschen mehr Erde. Die sind nämlich ganz, ganz klein. Kannst du mir das auch eins geben? Da ist noch immer eins drinnen. Da darf man ruhig, da darf man ruhig ein paar mehrer hineingeben. Kann man schon als Gruppe auch zusammensetzen. Unbedingt. Im Topf als Gruppe oder praktisch so drei im Dreieck oder dann halt im Blumenkasten aufgefädelt. Genau. Gibt es bei diesen Knollen eigentlich ein oben und unten? Oder ja, eigentlich schon. Also dieser offene Teil ist eigentlich das oben und dort, wo man ein bisschen die Wurzelansätze sieht, das ist das unten. Genau. Nicht zu tief, genau. Und die dritte auch noch dazu, genau. So. Oben und unten. Genau. Erde wieder drauf. Hopp, der Stefan, oh. Übertreib's nicht. Wir haben vom Gießrand haben wir geredet zuerst gerade. So, jetzt. Wunderbar. Ja, Gießrand, das heißt, ist Gießen eigentlich ein Thema? Ja, doch. Also jetzt nicht, weil die Erde ja sehr feucht ist. Jetzt lassen wir Ihnen einmal die Möglichkeit, die Feuchtigkeit aus der Erde aufzunehmen. Aber dann ist es schon wichtig, man gießt ja auch Balkonkästen, also muss ich auch meine Töpfe, in denen Blumen, Zwiebeln wachsen, ebenfalls gießen. Schön feucht halten. Genau, nicht übertreiben, sind ja keine Wasserpflanzen, aber dennoch regelmäßig mit Wasser versorgen. Dann machen wir im Beet weiter. Gut. Ja, wenn man jetzt die Sommerblumen ins Beet setzt, dann muss man sich vielleicht ein bisschen Gedanken machen vom Größenarrangement. Genau, Größe, Farbe, Höhe, wie hoch wird die Pflanze, wie groß, wie viel Platz braucht sie und wie unscheinbar oder wie mächtig ist jetzt die ganze Pflanze. Hinten würde ich jetzt mal sagen, tendenziell eher die größeren, genau. Dass man sie die kleineren vorne nicht verdeckt. Hoch und groß hinten, üppig hinten, in der Mitte dann so eine mittlere Höhe und vorne die kleineren, die jetzt dann sonst nichts, die man nicht sehen würde und keinen Platz haben, weil man die natürlich irgendwie drunter pflanzt. Ja, da kann man sich auch was überlegen mit dem Farbenspiel, mit dem, dass es so gut zusammenpasst, was harmoniert. Ja, genau, wie man es dann gerne hätte. Ja, wie würdest du das jetzt am besten angehen? Also ich würde sagen, diese größeren Dahlien, die sind 1,10 m, 1,20 m ungefähr hoch. Die würde ich jetzt da gleich einmal im hinteren Bereich ansiedeln. Dann dazwischen vielleicht die Gladiolen, die sind auch so 80-90 ungefähr hoch. Vorne vielleicht dann noch diese Sterngladiole, eine ganz feine, eine ganz zarte Sorte. Und dann, sehr, sehr genau, und klein dann auch die Fräschen zum Beispiel. Fräschen. Genau. Ja, dann gehen wir es an. Gehen wir es an. Dann kommt das eher doch vorne. Das kommt nach vorne. Bei dir hinten haben wir 1, 2, 3. Die zwei Sorten sind auch hoch. Schau, da kannst du dir aussuchen, alle möglichen Farben. So. Ich fixiere mich jetzt einmal. Die kleineren. Ja, so den rosaroten Bereich werde ich jetzt mal so eine Gruppe machen. Genau. So. Gebe ich dir gerne raus da. Die Knollen jetzt ins Beet setzen. Jetzt stellt sich für mich die Frage, muss ich das Beet, den Boden irgendwie vorbereiten? Mit Komposterde schadet es gar nicht, wenn man das Beet vorbereitet. Das ist eine gute Unterstützung fürs Wachstum und es reicht bei den Blumenzwiebeln absolut aus. Gut. Auch so die Tiefe von ungefähr 10 cm für den Dahlien. Du darfst da ruhig ein bisschen tiefer. Okay, genau. Dann brauche ich mal die Schaufel. Bitte gerne. Ich nehme dir die Knollen vielleicht ab, dann kannst du dir ein schönes und vielleicht ein bisschen ein breiteres Loch machen, damit du dir ein bisschen auseinandersetzen kannst, weil sonst behindern sie die gegenseitig beim Wachsen. Die entwickeln sich ja noch, wenn er noch so mehr als Gruppe reinsetzt. Genau. Ja, so. So ungefähr? Ja, schaut gut aus. So, vielleicht die große jetzt dann gleich einmal in die Mitte. Und dann rundherum gehen wir die kleineren dazu. So, da ist eh sonst nichts. Dann haben wir doch die ganze Packung verarbeitet. Genau. Noch eins. So, und damit wir später dann wissen, dass diese da ist, gehen wir es dann dazu. Einfach zudecken, locker, nicht zu fest machen. Genau. Wenn wir dann fertig sind, können wir ja dann das ganze Beet noch ein bisschen angießen. So, du hast jetzt die rosa rein. Genau, vielleicht nur eine zweite Sorte dazu. Ja,
Nehmen wir die roten noch dazu, genau. Ja, und dann nehme ich dir da mal auf die Seite. Dann hast du da besser Platz. Jawohl. Dann machen wir vorne hier vielleicht die eine Gruppe und dann da drüben noch die zweite. Dann haben wir einen schönen Dreier und davor machen wir dann die Gladiolen. Perfekt, so machen wir das. Genau. Dann suche ich noch eine aus, vielleicht eine weiße. Dann haben wir da ein schönes Dahlienspiel, Farbenspiel. Schau, man sieht schon sehr schön, dass die jetzt schon darauf warten, dass sie ins Beet hineinkommen. Treiben schon aus. Vorsichtig sein beim Einsetzen, das sind die ersten Triebe, die kommen, dass wir die nicht verletzen beim ins Beet setzen. Dann verstecken wir das auch vorsichtig. Ja. Da ist deine rote. Genau. Und ich habe mir jetzt noch die schöne weiße ausgesucht. Die wollen wir jetzt als drittes noch hin. Die so davor dazu? Ich würde es da vorne. Dann haben wir einen schönen hohen Hintergrund. Genau. Ich würde es da vorne hin. Oh, wie die Leute. So, rechts da noch vielleicht hin. Da noch ein bisschen? Ja, genau. So. So. Und rein damit. Genau. So, die Karte dazu. Weiter gut, zu. Dann haben wir die eine Sorte von den Knollen fertig. Jetzt wollen wir uns über die Gladiolen machen. Schauen wir her, haben wir zwei verschiedene Sorten. Und Stefan, bei den Gladiolen ganz wichtig. Mhm. Gladiolen nicht jedes Jahr auf denselben Standort. Mhm. Das ist wie so ein bisschen Fruchtfolge bei den Knollen. Also Gladiolen, für die suchen wir uns jedes Jahr immer wieder einen neuen Standort. Nicht auf den gleichen Platz vom Vorjahr. Genau. Ist klar. Gehen wir rein damit. Du bist ein bisschen zu weit weg da, würde ich sagen. Mach mal ein bisschen näher, sonst haben wir da so ein Riesenloch. Stimmt, ja. Nur mal bei den Gladiolen können wir jetzt Folgendes machen. Da können wir gleich so einen Streifen ausgraben und die dann so ein bisschen versetzt, aber trotzdem so in einem Verbund hinsetzen, damit die so ein bisschen so eine Art Streifen ergeben. Monika, der kreative Ansatz gefällt mir. Schau, wer da schon ist. Ah ja, unser ein Bodenhelfer. Freund. Unser Freund und Helfer, der Regenwurm. Ja. Genau. Den gehen wir dann später wieder dazu. Dass du ihn da nicht. So. Einmal bunt. Die werden wir jetzt überhaupt mischen. Diese. Machen wir einen bunten Gladiolenstreifen. Genau, da machen wir einen bunten Gladiolenstreifen. Richtig. Da ist eindeutig zu erkennen, wo oben und unten ist. Oben ist die Spitze, unten sind die Wurzeln. Eins, zwei. Ui, schau mal. Eine ganz frühe. Die kannst du schon immer erwarten. Genau. Mach vielleicht so ein Zickzack zurück da ein bisschen. Ein bisschen versetzt. Genau. Schau mal, dass es ausgeht. Nein, wir haben noch genug. Du kannst die ruhig noch ein bisschen dichter. Los, dichter. Ja, genau. So richtig schöne. Haben eine üppige Blumenwiese dann. Sommerblüher. Da. So, ja, das sind unsere letzten drei. Sehr gut. So. Also da bin ich schon gespannt. Na, das sieht sicher schön aus. Und ganz wichtig, auch für unsere Insekten haben wir da natürlich wieder Nahrung, wenn die da wunderbar am Beet stehen. Also besonders die offenen Blüten sind halt für unsere summenden Freunde besonders vorteilhaft. Genau. Bei den anderen tun sie sich schwer, dass sie die überhaupt hineinkommen. Genau. Und darum sind wir auch bestrebt, die immer wieder anzusetzen. Ja. Also da haben wir unseren Gladiolenstreifen. Genau. Jetzt würde ich sagen, die niedrigen Dahlien noch und vorne die Fräsien. Und die schöne Sterngladiole, die kriegt auch noch einen Platz. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite vielleicht unsere schöne Lilie. Dann haben wir wirklich eine wunderbare Mischung. Dann gehe ich ganz kurz mal auf die andere Seite des Beets und grab dort das Loch. Mach das wieder auf. Sehr schöne Lilienknolle. Sieht man schön.
Das ist ein besonders großes Exemplar von dieser wunderschönen Popo-Dahlie. Also die wird sicher sehr, sehr üppig ausschauen. Rein damit. So. So, und im Vorderbereich haben wir jetzt noch unsere Fräsien. Die machen wir vielleicht auch wieder so in einer Reihe, wie die Gladiolen, Stefan. So eine Zeile? Rand, ja. Vielleicht ein bisschen weiter vorne sogar. Ja, dann haben wir noch für unsere Sterngladiole noch Platz. Genau. So. Gut so? Tief genug? Ja. Genau. Lass mal aber geben. Da, bitte schön, schau. So. Dann haben wir die da. Ja. Und die kriegt jetzt auch noch ein Plätzchen. Ehrenplatz. Haben wir da noch einen? Tja, wo haben wir jetzt schon was gegraben? Überall haben wir was gegraben. Da in deinem Eck kommt die. Ganz vorne ins Eck haben wir noch die Sterngladiolen Platz. Das sind ja so kompakte Zwiebeln. Kleinere eher, zarte. Ja, also Monika, da bin ich schon wirklich gespannt, was für ein Blütenmeer uns da erwartet. Und wir werden das im Auge behalten, oder? Ich würde auch sagen, dass wir beobachten werden, wie sie sich alle entwickeln. Eine ganz wichtige Aufgabe haben wir aber noch im Herbst, Stefan. Im Herbst muss der Großteil von unseren Knollen da wieder heraus. Die Dahlien halten keinen Frost aus, die Gladiolen nicht und auch unsere Fräsien nicht, damit wir im nächsten Jahr dann wieder ein so buntes Blumenbeet anlegen können. Das heißt, wenn die verblüht sind, dann einfach rausziehen und die Knollen und Zwiebeln ernten. Kann man ruhig ein bisschen länger drinnen lassen, also kurz vorm Frost einfach, bevor es richtig kalt wird, da geben wir sie aus dem Beet dann raus. Wunderbar. Ja, wir hoffen, dass wir euch Lust gemacht haben auf ein schönes Bio-Blumenbeet für den Sommer und ab Februar sind diese Bio-Blumenzwiebel, Bio-Knollen für euch erhältlich. Wenn du mehr über Samenmeier und unser samenfestes Bio-Saatgut erfahren möchtest, abonniere hier unseren YouTube-Kanal, aktiviere die Glocke und du verpasst keinen Beitrag mehr. Also, Pflanze Vielfalt, bis zum nächsten Mal.